Hallo Internet! Hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meinem schnellen kleinen Let's Play zur Platinum-Demo von Final Fantasy XV. Ja, gestern war ja endlich das große, große Final Fantasy XV Event namens Uncovered Final Fantasy XV, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da wurde unter anderem endlich das Release-Datum offiziell angekündigt. Ist ein bisschen redundant, denn eigentlich wurde das Release-Datum sowieso schon 2 Wochen vorher geleakt. Aber gut, so kann es gehen. Es gab aber nicht nur das Release-Datum, es gab jede Menge andere neue Infos zu Final Fantasy XV. Zum Beispiel gibt es neben dem Spiel, das am 30.09. rauskommt, auch einen Anime, der auf YouTube vollkommen kostenlos für alle Fans zur Verfügung gestellt wird. Der wird 5 Episoden umfassen. Und es kommt auch noch zusätzlich ein CGI-Film, ähnlich wie Advent Children damals von Final Fantasy VII, zu Final Fantasy XV raus, der die Vorgeschichte von Noctis Vater wohl beleuchtet. Und der soll auch noch rauskommen, bevor das Spiel dann im September rauskommt. Ja, hört sich soweit ganz gut an. Das größte Schmankerl ist diese Demo, die ihr jetzt hier gerade seht, denn die ist ab sofort kostenlos für alle Fans frei runterladbar aus dem PlayStation Store. Das ist wirklich ein sehr feiner Zug von Square Enix und ich bin jetzt sehr gespannt, ob sich seit der letzten Demo viel getan hat oder nicht. Denn sie hatten damals ja nach Feedback der Fans gefragt. Und mal schauen, was sie davon umgesetzt haben. Oder eben nicht umgesetzt haben. Okay. Klang halt ein bisschen wie so ein Vietnam-Flashback. Ein Wald. Das nennt man einen Wald, Noctis. Are you fucking kidding me? Das Ding bringt ihm sein Smartphone, oder was? So sollte ich meinen Hund auch mal dressieren. Tja, kein Empfang, was? Hast wohl O2. Nee, oder? Die Beschwörung spricht über das Smartphone mit Noctis. Okay. Irgendwie ist es dämlich. Finde ich jetzt gerade spontan. Aber hey, vielleicht ist das auch einfach nur die logische Konsequenz für unsere heutige Zeit. Aber hey, immerhin sieht das Spiel schon mal, beziehungsweise die Demo, sehr schick aus, muss ich sagen. Und da hinten leuchtet etwas gelb. Ich möchte es einsammeln. Yay. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Ah, das Springen fühlt sich immer noch irgendwie hölzern an. Der Purzelbaum ist auch nicht so wie in Kingdom Hearts. Ich liebe den Kingdom Hearts Purzelbaum übrigens. Ich weiß nicht, also an der Sprung- und Rolldynamik haben sie anscheinend nichts geändert. Das hatte mich aber so ein bisschen gestört. Irgendwie fühlt sich das immer noch so ein bisschen hakelig an. Aber gut, erkunden wir mal ein bisschen jetzt hier dieses Wäldchen. Was gibt's denn hier so? Da leuchtet mal was. Ah, sammle ich auch einfach ein. Ja, was sind das für gelbe Kristalle? Das ist anscheinend eine Sackgasse. Da noch was? Ist das doch wirklich eine Sackgasse? Ja, sieht ganz danach aus.
Da oben leuchtet noch was. Ist ja dieses... Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Super Mario. Irgendwelche gelb glänzenden Dinger, die ich einsammle. Ohne Sinn und Verstand. Ich meine, habt ihr mal darüber nachgedacht, warum Mario die Münzen einsammelt? Ist es vielleicht, weil er italienischer Schwarzarbeiter ist und Geld für seine illegalen Drogengeschäfte sammelt, weil er Magic Mushrooms vertickt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das irgendwie so heilige Gallensteine oder so. Keine Ahnung. Oh, das ist aber ein großer Gallenstein. Na gut, dann laufen wir dem Ding mal hinterher und sammeln das ein. Wo wir gerade bei Mario waren. Das erinnert mich sehr an diese Pow-Effektblöcke, was auch immer, die es bei Mario gibt. Ja. Was macht das Ding denn? Oh. Überraschung. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Aber sah cool aus. Definitiv. Auch schön der Partikeleffekt. Wie sich, ich glaube, das war Titan, wie er sich aufgelöst hat. Da geht's ziemlich weit runter. Ich vertraue dir zwar, aber... Ah! Ach, scheiße. Jetzt habe ich die Dinger da nicht mitgenommen. Kann ich da noch zurück? Ja, natürlich nicht. Oh, wisst ihr, eigentlich ist es scheißegal, aber mich stört das jetzt schon. Ich wollte die Dinger haben. Es glänzt. Ich brauche es nicht, aber ich muss es haben. Okay. Ah, guckt euch mal das Wasser an. Das ist echt schick. Gibt wahrscheinlich zig Spiele auf dem PC, die das genauso gut oder besser machen. Aber auf der PS4 habe ich so schönes Wasser tatsächlich, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Das sieht echt gut aus. Ah, hier ist noch so ein... Nein, das ist kein... Ausrufungszeichenblock. Das ist ein anderer. Was passiert jetzt? Okay, die Zeit vergeht. War es das jetzt? Okay, ich weiß nicht, was mir das jetzt gebracht hat, aber... Da leuchtet noch was und da oben auch. Ein Vögelchen. Da komme ich natürlich auch nicht hoch, so wie es aussieht. Habe ich die beiden jetzt gekriegt? Ah, hier ist noch so ein Schalter. Ah, jetzt ist es anscheinend bewölkt oder was. Mit den Dingern kann ich das Wetter ändern, glaube ich. Regenschirm, jetzt müsste es eigentlich regnen. Ah, nein, jetzt habe ich wieder Sonnenschein. Ich möchte Regen. Ah, ja, tatsächlich fängt es jetzt an zu regnen. Okay, das ist cool. Man merkt hier jetzt natürlich... Also das erfüllt jetzt keinen Gameplay-Zweck. Ich möchte jetzt direkt, wenn ich schon den Regen habe, auch mir das Ganze nochmal bei Nacht angucken. Weil ich erwarte, dass das verdammt cool aussehen muss. Deswegen laufe ich kurz zurück. Erfüllt jetzt wahrscheinlich keinen Gameplay-Zweck. Aber man... Oh ja. Also man kann ja sagen, was man will, ne? Aber es sieht schon verdammt fett aus. Das sieht echt nice aus. Dabei bin ich gar nicht so eine Grafikhure. Aber das gefällt mir tatsächlich. So ist vielleicht aber doch ein bisschen sehr dunkel. Also machen wir mal wieder hier Dämmerung. Los, lädst du jetzt noch? Oder? Ah, okay, er war dabei. Erst. Das hat sich aber auch nicht so viel getan, ne? Na gut, es ist halt früher morgen. Aber machen wir wieder Mittag. Was ich gerade sagen wollte, das erfüllt natürlich anscheinend keinen richtigen Gameplay-Zweck.
aber ach, guck mal hier, wie der Regen auch schön in dem Wasser hinein plätschert. So, jetzt aber nochmal. Entschuldigung, was ich gerade sagen wollte, erfüllt keinen Gameplay-Zweck, aber man merkt halt, dass sie in der Demo anscheinend sehr großen Wert darauf gelegt haben, uns zu zeigen, was die Engine so kann. Und wie schick das Spiel aussieht. Was ja auch nicht verwerflich ist, denn Final Fantasy... Ups, ich wäre fast auf dich drauf gematscht. Da kommen jetzt ein paar Gegner. Denn Final Fantasy war ja früher auch immer dafür bekannt, dass es halt grafisch immer sehr eindrucksvoll war, gerade auf der PS1 und so weiter. Und das ist schön, dass sie diesem Trend zumindest jetzt wieder nachgehen. Jetzt habe ich eine Waffe bekommen anscheinend. Spielzeugschwert. Ach so, jetzt kann ich mir das so auf die Richtungstasten ausrüsten. Hier haben wir noch meinen Gummihammer. Okay, richtige Waffen wären mir natürlich lieber. Aber hier sieht man schon eine Veränderung. Das Hub sieht auf jeden Fall anders aus. Und ich habe jetzt hier mit den Richtungstasten gezielt meine Waffen, die ich auswählen kann. Pff, dieser Gummihammer! Powhammer! Hat jemand von euch Tales of Symphonia gespielt? Erinnert mich gerade irgendwie daran. das ist auf jeden Fall schon eine Veränderung zu der vorigen Demo. Denn da war es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so, dass ich zwar die Waffen wechseln konnte, aber immer nur in eine Richtung. Das Dankö war von Waffen. Und die konnte ich nur durchswitchen und nicht gezielt auswählen. Hier sind wieder gelbe Steinchen. Ah, wieder ein Ausrufungszeichen. Dingensbums. Was passiert jetzt? Hallo? Ah, geil! Leviathan! Oh. Frisst der mich jetzt? Nein, er verschwindet anscheinend wieder. Aber, ja. Sieht krass aus. Kann man nicht anders sagen. Kann ich da runter? Nein, anscheinend nicht. Aber da unten sind Fische. Guck mal, im Wasser. Das ist ein nettes Detail. Aber runter komme ich hier nicht. Ja, im Prinzip ist es hier wohl mehr oder weniger mehr so eine Sightseeing-Tour als eine eigentliche Demo. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Ich meine, wenn das das... Oh, guck mal, da ein Frosch. Quack. wenn das die Stimmung des Spiels sein soll, dass man halt die Landschaft genießen kann oder soll, warum nicht? Klar. Springen wir dem Guten mal hinterher. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Ich meine, wenn das halt, wie gesagt, zum Spiel dazugehört, macht das natürlich auch die Atmosphäre ungemein aus. Dass, wenn man die Landschaft erkundet, dass man schöne Szenerien sieht und so weiter. Und das hat mir auch bei der vorigen Demo gefallen. Solange es noch andere Substanzen... wait, what? Ich bin im... Okay, wisst ihr was? Wo ich jetzt so klein bin und Karbunkel so riesig, erinnert mich das jetzt krass an The Last Guardian. Irgendwie... Das ist ja lustig. Ob sie sich davon haben inspirieren lassen, weiß ich nicht. Okay, hat mich jetzt wieder verzaubert. Was habe ich jetzt? Ah! Okay. Ist das jetzt ein Item oder ist es... Entschuldigung, Item. Ach, das werden jetzt wahrscheinlich meine Zauber sein, oder? Dann kann ich die jetzt auch so auswählen. Wie die normalen Waffen. Dann kann ich wieder die Tageszeit verändern. Probieren wir mal aus hier. Ah, okay. Muss ich also werfen wie so eine Granate. Okay. Feuerwerk! Feuerwerk! Arschlecken, Feuerwerk. Ich hab noch nicht getroffen. gucken wir uns das Ganze doch mal bei Nacht an. Dann sieht es bestimmt noch schöner aus. Dieses kleine Feuerwerk von Gabba Gandalf. Ja, ist jetzt endlich mal Nacht. So, jetzt kann ich... Ah, jetzt macht er das Licht natürlich an. Na egal.
Ah ja, schick. Ja, vor allem wie die ganzen Partikel da wegfliegen. Das ist nice. Okay, der Block scheint noch gesperrt zu sein irgendwie. Einfach mal den Steinchen hinterher. Da sind wir bestimmt auf dem richtigen Weg. Digga, what? Please kill me now! Ich bin ein Truck! Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass ich mich in ein Auto verwandle. Ich bin der unglaubliche Turbutin! Kennt einer diese furchtbare Serie von früher? Ah, das war gruselig. Ja, schön hier rumzufahren als Auto. Hat ein bisschen was von Cars. So, zurückverwandeln. Ich muss sagen, das Auto hat sich aber gerade gar nicht mal so gut gesteuert, tatsächlich. Es war nicht ganz so, ja, wie erwartet. Ein bisschen steif irgendwie. Ja, da hinten sind, glaube ich, wieder Gegner. Können wir mal gucken, ob das auch Schaden macht oder ob das einfach nur hübsch aussieht. Oh, ja, tatsächlich macht das auch Schaden. Kommt her. Ich töte euch mit meinem Feuerwerk. Na, so viel Schaden macht es dann, glaube ich, doch nicht. Bleib hier. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, was von sehr vielen Fans angekreidet wurde, war die Kamera. Und die finde ich jetzt im Moment noch nicht so großartig verbessert, muss ich tatsächlich sagen, leider. Die ist immer noch irgendwie sehr hakelig, aber ich weiß nicht. Hier was nicht. Da oben könnte ich jetzt hochlaufen zu Karbunkel. Aber ich bin mir fast sicher, dass es hier in den anderen Ecken des Zimmers noch was zu entdecken gibt. Und da ich ja gerne erkunde, schaue ich mir das, glaube ich, auch nochmal an. Schon ganz schön groß, das Zimmer. Ich bin Lightning McQueen! Ich komme! Oh, da sind wieder Gegner. Kann ich die eigentlich überfahren? Das wäre lustig. Nein, anscheinend nicht. Okay, das ist enttäuschend. Dann muss ich sie halt auf altmodische Art und Weise töten. Sind das da Schokoriegel? Auch lustig. Ich muss sagen, also, es stört mich immer noch, dass ich anscheinend nicht für jeden Schlag einzeln drücken muss, sondern dass ich gedrückt halten muss oder soll. Das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Also es... Autsch. Ich glaube, wenn man nur zuguckt, sieht es aus wie Kingdom Hearts. Es spielt sich aber komplett anders, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das fühlt sich bei mir jetzt gerade irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ah, wieder so eine Rutschpartie. Aber ich laufe erstmal hier oben lang. Das erinnert mich alles hier irgendwie so ein bisschen an Alice im Wunderland. Weil ich so klein bin und das alles so groß. Auch tatsächlich wieder der Vergleich zu Kingdom Hearts 1. So, jetzt aber. Ja, jetzt habe ich alle. Gibt's hier um die Ecke noch was? Nö, sieht nicht so aus, aber da oben ist anscheinend noch was. Kann ich hier vielleicht wieder hoch?
Natürlich nicht. War ja klar. Ja, und sonst so? Was ist denn eigentlich auf diesen Zeitschriften drauf? Ah, das ist ja lustig. Das ist tatsächlich ein Qual, glaube ich. Ja, auch ein immer wiederkehrendes Monster in der Final Fantasy-Reihe. Ach, fuck it. So wie der Behemoth zum Beispiel auch. Och, Manno. Kannst du nicht balancieren, du Zirkusaffe? Ups. So, jetzt die letzten Dinger hier noch. Gut, was ist da hinten noch so los? Ah! Hey, jetzt bin ich ein silbernes, schnelleres Auto. Ach, das waren die Schalter, die vorhin geblockt waren. Weiß zwar nicht, warum ich die jetzt benutzen kann. Keine Ahnung. Aber schenken Gau schaut man ja nicht ins Maul, ne? Hier sind noch ein paar Steinchen. So, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Wenn ich die anderen gelben Gallensteine einsammeln möchte, wo ich immer noch nicht weiß, was die mir bringen. Wie soll ich denn hier hochkommen, bitte? Meine Sprungkraft reicht halt einfach nicht. Naja. Ist jetzt, glaube ich, auch einfach ein bisschen uninteressant, sich das anzugucken. Ich schaue jetzt nochmal, ob es hier hinten in der Ecke noch was gab, wo ich am Anfang war. Glaube ich aber eigentlich nicht. Oh ja, das ist aber echt hakelig und steif. Da laufe ich lieber. Auch wenn es länger dauert. Aber gut, die ist wahrscheinlich auch die Fahrphysik, nenne ich sie jetzt mal. Die ist wahrscheinlich auch nicht dafür ausgelegt, dass ich in so einem weiten Areal bin, denn wie wir aus anderen Trailern und so weiter gesehen haben, gibt es ja immer viele Straßen, denen man folgen kann, Highways und so weiter. Und da ist dann so eine relativ schwergängige Steuerung wahrscheinlich besser als ja, sowas wie bei GTA. Jackpot, hier habe ich tatsächlich noch was gefunden. Von daher mal schauen, wie das später auf den Highways tatsächlich ist. Wobei man ja auch, meine ich, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, auch immer die Wahl hat, wenn man von Punkt A nach Punkt B fährt, ob man selber steuern oder fahren möchte oder ob man das dem Computer überlässt. Was dann auch wieder in das ganze Schema passt, von wegen sich schöne Szenerie und so weiter angucken. Weil, was war ja auch schon... Wow, was ist das jetzt? War ich das? Ah, da kann ich die Bierflasche auch umwerfen? Ja, natürlich nicht. Ja, klar. Was ja auch dazu passen würde, weil ja, das Konzept mit den vier Jungen da, die campen gehen, so ein bisschen belächelt wird. So nach einer Art Klassenfahrt. Habe ich ja auch selber auch schon ein paar Mal gesagt. Aber hey, auf einer Klassenfahrt, da guckt man sich in der Regel spannende Sachen an. Und deswegen passt das auch nicht ganz gut. Ich mache jetzt mal einfach hier alles kaputt. In meinem Spielzimmer hier. Komme ich da oben ran? Natürlich nicht. Wisst ihr, sowas ist, das stört mich. Bei Kingdom Hearts könnte ich jetzt genau auf diesen scheiß Flaschenhals springen und könnte einfach oben mir dieses scheiß gelbe Gallenstein-Ding holen. Und hier geht das anscheinend nicht. Oh, ein paar Gegner.
Ihr werdet alle sterben durch mein mächtiges Spielzeugschwert und mein mächtiges China-Böller-Experiment. Ist lustig, dass das Ding so quietscht, wenn ich damit draufhaue. Macht doch deutlich mehr Schaden. Tatsächlich. Dauert natürlich aber auch länger. So, ist hier nur wer? Scheint nicht. Kann ich den Ball verschieben? Ja. Ja, ich verstehe. Bewegt die Taste jetzt nicht? Ja, die Taste bewegt sich wieder nicht. Ich verstehe nicht ganz die Gesetzmäßigkeit, was ich verschieben kann und was nicht. Ist das jetzt was Neues, was ich bekommen habe? Oder sind das dieselben Zauber? Ah, doch, tatsächlich was Neues. Gibt es hier noch irgendwo Gegner, in denen ich das mal ausprobieren kann? Egal, ich mach's einfach mal so, glaube ich. Was machst du denn? Ah, cool. Das ist also quasi ein Blitzzauber. Ah, ich wusste es doch. Dass hier hinter noch was sein muss. Videospiel-Klischee Nummer 1. Was ist das für ein Stargate da? Aufpassen, dass ich hier nicht. Ups. Dass ich hier nicht mit dem Arsch das ganze Haus einreiße. Kann ich da vielleicht hoch zu Kabanke, wenn ich mir das so. Ja! Du bist perfekt dahin gefallen, so wie ich es wollte. Sehr gut. Kann ich da vielleicht hoch dann jetzt? Oh, nein. Vom Gelben auf den Grünen bitte einfach. Natürlich nicht. Also die Physik ist ein bisschen komisch. Gehen wir auch mal durch das komische Stargate hier. Aber gut, das ist jetzt wirklich nur so ein Sandkasten bisher. Anstelle von einer richtigen Gameplay-Demo, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht kommt da ja gleich noch mehr. Ich weiß es nicht. Hallo? Du lädst aber ganz schön lange, mein Freund. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ah, okay. Es regnet, die Erde wird nass. Jetzt bin ich anscheinend in der Stadt. Und auch die sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Kann ich da auch übers Geländer gucken? Ja. Nicht schlecht. Hier habe ich jetzt hoffentlich mal wieder mehr Möglichkeiten, mich umzusehen. Denn hey, in dieser Demo habe ich jetzt schon eine größere und schönere Stadt. Allein dieser kleine Steg hier ist besser als jegliche Stadt, die ich in Final Fantasy 13 hatte. Ah, hier sind wieder Gegner. Was ist das denn für ein... What the fuck? Was ist jetzt los? Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Du bist der Krokodog. Krokodog. Okay, warum nicht? Bin ich halt ein Krokodil. Kommt her, ich fress euch alle auf. Ich mache ja tatsächlich sogar alleine schon Schaden, wenn ich die nur berühre. Komm her hier. Nochmal geht anscheinend nicht. Sind aber auch schwer zu treffen und das Krokodil steuert sich echt hakelig. Aber gut, könnte Mimikry sein. Vielleicht ist das ja im Spiel später auch irgendwie so ein bisschen so. Wäre lustig. What?
Dein Ernst jetzt? Wirklich? Square Enix? Euer Ernst? Are you fucking kidding me? Ja, da hat jemand noch zum Release einiges zu tun, ne? Oh Mann. Ja, dann starte ich das jetzt, glaube ich, nochmal neu. Mal sehen, was jetzt passiert. So, da bin ich wieder. Tatsächlich musste ich jetzt die gesamte Kack-Demo bis zu diesem Zeitpunkt nochmal spielen, weil die keinen Rücksetzpunkt hatte. Bei Square Enix hat anscheinend keiner damit gerechnet, dass sie tatsächlich abkackt. Ich mache jetzt einfach mal den Regen hier aus, weil ich so den Verdacht habe, dass vielleicht das daran lag. Weil ja dieser Regen wahrscheinlich schon an der Leistung der PlayStation zieht. Und ich gehe jetzt erstmal nicht zu den Gegnern, sondern guck mal, wo es hier sonst noch so lang geht, damit das Ding nicht wieder abschmiert. Was ist das? Okay. Aha. Dann wollen wir den Hammer doch gleich mal ausprobieren, den neuen, den wir jetzt haben. Gegner. Ah, okay, der macht so eine komische kleine Schusswelle, dieser Hammer. Bleib hier! Hier auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Ich kann nochmal die Tageszeit ändern. Es ist schon schön, diese Stadt, ne? Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Italien. Muss ich sagen. Ich bin jetzt hier gegen A. Stirb. So, ich hatte noch gar keine richtige Gelegenheit, den Blitzzauber, den ich vorhin bekommen habe, an Gegnern zu testen. Das könnte ich ja eigentlich jetzt mal machen. An dem Großen hier zum Beispiel. Oh, One-Hit-K.O. Okay, der scheint gar nicht gut zu sein. Direkt normal. Aber ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl von den Dingern, ne? Dann machen wir die lieber mal so tot. Da war da jetzt noch einer. Ja, komm her. So, ich bin jetzt verwirrt. Ach, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder was? Handtaschen. Okay, warum nicht? Ich meine, wenn Square Enix Lightning aus 13 ein Fake-Interview spendiert, wie sie Louis Vuitton Taschen und Klamotten trägt, da kann man wohl auch erwarten oder sollte es einen nicht verwundern, wenn sie sich die Mühe machen, in Schaufenster Handtaschen rein zu programmieren. Aber gut, nettes Detail, warum nicht? Das sind ja aber ganz schön viele Schaltflächen. Und auch ganz schön viele Gegner. Was ist das? Ah, okay. Hier ist wahrscheinlich das Ziel. Aber, wie gesagt, erkunde ich immer alles ganz schön gerne. Deswegen gucke ich erstmal, was hier noch so los ist. Vielleicht finde ich noch was Schönes. Ah, hier gibt es wieder ein Geschenk. Platzregen. Ist das wieder ein Zauber? Oder? Okay. Oder kann ich jetzt damit einfach das Wetter ändern? Oh, okay. Leuchtet Blumen bei Nacht. Oh, da ist ein Gegner. Da können wir eigentlich direkt mal den Platzring ausprobieren. Verpiss dich doch.
Das ist nice. Sieht auf jeden Fall sehr... Ich weiß nicht. Laser aus. Aber ist nichts Schlechtes. Ist auf jeden Fall schick. Ah, scheiße, haben die nicht getroffen. Aber finde die Idee gut, einen Wasserzauber oder Aqua halt zu haben. Und dass dann halt so eine Dusche auf den Gegner kommt, die ihn schadet. Ist keine doofe Idee, wie ich finde. So, hier kann ich mich nochmal verwandeln. Krokodil! Du bist kein Krokodil! Ich will irgendein fettes, haariges Town Town Rhinoceros. So, kommt her jetzt. Klatsche ich euch alle damit weg. Ah, die Kisten werden auch zerstört. Bam! Und bam! Ich glaube, ich habe ihn verfehlt. Ja, der lebt noch. Egal. So. Stirb doch endlich mal hier. Danke. So, werden wir wieder zum Krokodil. Anscheinend. Okay, das ist anscheinend komplett random. Keine Ahnung, oder das hat was mit der Tageszeit zu tun. Na gut, dann halt kein Krokodil. So. Wo geht's hier noch so lang? Ah, okay. Was passiert jetzt? Fußbälle. Aha. Kann ich mit denen denn zumindest richtig schießen oder kicken? Ah, anscheinend nicht. Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt. Was ist da drin? Anscheinend nichts. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal wieder nach oben. Ja, also die Wasserspender. Also man muss schon sagen, sie haben ein relativ hohes Maß an Details tatsächlich. Das ist nicht schlecht. Finde ich gut. Auch noch. Noctis Smash! Ich sehe nicht so richtig. Das ist echt kacke. Gerade bei solchen Gefällen funktioniert die Kamera halt einfach nicht richtig. Ich will doch immer die ganze Zeit irgendwie auf L1 oder R1 anvisieren. Obwohl ich das mit dem rechten Analogstick machen muss. Wie gesagt, das fühlt sich nicht richtig an, weil es sieht halt echt aus wie Kingdom Hearts. Und wo wir von Aussehen sprechen, ist echt eine schöne Aussicht hier. So, komm her, das dich hole ich jetzt noch. Oh, fuck it. Super dumm von mir. Ja, weil es sich einfach... Oder weil es einfach so sehr nach Kingdom Hearts aussieht. Oh, was bist du denn hier für ein hinterbliebener Legionär? Stirb im Regen! Was ich eigentlich sagen wollte, dadurch, dass es halt wirklich extrem wie Kingdom Hearts aussieht, möchte ich auch instinktiv einfach die Sachen machen, die ich aus Kingdom Hearts kenne. Aber das funktioniert nicht. Und das stört mich. Ich hoffe, im eigentlichen Spiel kann man vielleicht die Tastenbelegung anpassen. Was ja tatsächlich, warum auch immer, nicht bei jedem Spiel selbstverständlich ist, dass das geht, leider. Zumindest auf der Konsole.
Okay, jetzt krieg ich wieder ein paar Sachen. Das sieht böse aus. Was ist das? Ach, ich glaube, es sind einfach ein paar Gegner gespawnt. Sowieso nur als Zeug. Wie war der WTO? Ist das jetzt neu? Doch, tatsächlich, cool. Okay, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Müsste ja jetzt eigentlich ein schöner Meteoritenschauer sein. What the? Leuchtende Orangen überall! Leuchtende Orangen! Ja, da fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein kleiner LSD-Trip, das Spiel, ne? Sind die jetzt alle tot? Na gut, ich versuche jetzt noch einmal hier das Ding zu holen. Wenn ich jetzt wieder scheitere, dann soll es mir egal sein. Dann gehen wir weiter ins nächste Areal. Aber ich will es zumindest noch einmal probieren. Jetzt vorsichtig hier. Ich muss eigentlich auf die Brüstung kommen. Und wenn ich dann springe, müsste es eigentlich... Oh, verdammt doch mal! Wo kommst du denn jetzt mal her? Komm hier. Orangen. Ich glaub's nicht. Das ist wirklich Instant-Kill für alle Gegner. Da ist es immer, Vitamine werden so gut für einen. Das sieht jetzt sowieso nichts Neues mehr, ne? Ja, frischen wir nochmal hier die Zauber auf. Und dann gehen wir jetzt hier in den Gang. Der nebenbei bemerkt auch echt hübsch aussieht. Kann man nicht anders sagen. Und durch Stargate. Ja. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, jetzt sind wir endlich mal hier auf diesem Platz, den wir schon aus diversen Trailern kennen. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey! Lass meinen Chinchilla in Ruhe! Oh, ein Eisengigant. Sehr nice. Wow! This one will protect you through your darkest dreams. But remember, Noct. In the world of your dreams, you are king. I'm not afraid. Dieses Lied ist Hammer. Okay, jetzt geht's endlich mal los mit dem anständigen... Au! Mit dem anständigen Kampf. Ja, das fühlt sich doch schon sehr viel besser an. Quatsch, Quatsch. Ja. Ah, fuck, bin ich nicht ausgewichen. Aber jetzt! Ah, cool, ich hab ein bisschen Zauber. Ah, Mist, ich dachte, die Explosion wäre größer und ich könnte das Fass damit nehmen. Ah, scheiße. Ah!
Kriegst mich nicht. Au. Ein schöner Klopskerl hier. Aber die HP ist ganz schön runtergegangen bei meiner Feuermagie. Mal sehen, wie lange noch durchhält. Ah, okay, ich dachte, ich könnte hier zaubern, aber anscheinend kann ich hier nur wieder die Tageszeit ändern und sowas. Ja, los, stirb. Das war's schon? Hm. Okay. Ja, aber cool. Das hat sich, wirklich im Vergleich zu dem, vorigen Abschnitt schon ein bisschen besser angefühlt. Auch wenn ich sagen muss, dass sich das Kämpfen immer noch sehr hakelig irgendwie anfühlt. Oh, warte mal, was steht da? Ah, ist das vielleicht irgendwie das Grab von Noctis Vater? Steht da irgendwas? Nee. Ja, die Steuerung im Kampf fühlt sich immer noch ein bisschen hakelig an. Aber vielleicht muss man sich da auch einfach nur dran gewöhnen. Nö, will ich natürlich noch nicht. Ich sehe, dass da hinten noch was blinkt. Das ist nicht sehr groß. Spawnt das Ding jetzt einfach nochmal, oder was? Ja. Gut, ich glaube, den Kampf erspare ich euch. Ich cutte das dann jetzt einfach. Aber ihr habt da ja gerade schon gesehen. So, auch das zweite Mal geplättet. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Der Kampf hat etwas länger gedauert. Aber gut, dann schließen wir das Ganze jetzt, denke ich, endlich mal ab. Jupp. Ein Auto, was könnte auch sonst da sein? Thanks. See you. Ach, cool. Endlich kann man die Beschwörung wieder selbst benennen. Das finde ich gut. Aber ich lasse es natürlich bei Karfunkel. Okay, das war's jetzt anscheinend. Komplett. Nein, möchte ich jetzt nicht. Wie dreist einfach. Nein, wenn, dann kaufe ich es mir natürlich auf der Disc physisch und nicht einfach nur im Store. Wobei ich auch gar nicht wissen möchte, welche Bazillion an Gigabytes dieses Spiel auf der Festplatte einnehmen wird, wenn man es sich nur downloadet. Ja, das war die Demo. War jetzt tatsächlich gar nicht mal so spielerisch beeindruckend. Sah hübsch aus auf jeden Fall, ja. Aber hey, die ist umsonst und da hat keiner mit gerechnet. Also von daher, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Geschenken-Gau, schaut man nicht ins Maul. Feiner Zug von Square Enix, dass die uns diese Demo nochmal zur Verfügung gestellt haben. Ja, sehr große Verbesserung konnte ich jetzt leider nicht feststellen. Die Kamera ist immer noch hakelig, das Kämpfen fühlt sich immer noch
für mich zumindest seltsam an. Und ja, das Spiel steht und fällt einfach mit der Story, glaube ich. Das ist dasselbe wie bei Final Fantasy 13. Ich glaube, die nehmen die Story sehr ernst von 15, weil, wie gesagt, es kommt der Anime extra, es kommt noch ein extra Film und so weiter. Ist die Frage, ob die Story deswegen trotzdem gut ist. Aber hey, das sehen wir spätestens dann, wenn das Spiel draußen ist. Falls die Frage jetzt aufkommt, nein, ich werde kein Let's Play von dem gesamten Final Fantasy 15 machen, weil wenn ich das mache, und ich gehe davon aus, dass das Spiel 30, 40 Stunden gehen wird, so wie andere Final Fantasy Teile früher auch, dann muss ich ja, keine Ahnung, bin ich ja bei 380 Parts irgendwann, ja? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Also, halte nicht den Atem an. Natürlich werde ich irgendwie ein Video oder eine Berichterstattung dann zu dem Spiel machen, wenn es dann draußen ist und ich es gespielt habe. Ob es einfach die Serie wieder rehabilitiert oder ob es leider sich nie wieder von dem Schlag, den 13 dem Franchise verpasst hat, erholen kann. Das seht ihr dann, wenn das Spiel ja, draußen ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Selbst wenn das Spiel kein absoluter Oberhammer wird, so wird es, denke ich, auf jeden Fall okay und gut spielbar. Und immerhin ist es echt was Schönes für die Augen. Bis zum nächsten Mal, sag ich. Tschö mit Ö.